gehört zu uns. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Die Kohlhut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Äther. Hier geht es wohl zur Arena. Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Schauen Sie dir an. Sie wissen, dass ein Schweinekraft ist dein. Könnte nützlich sein. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil. Andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschälle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier, beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Wir helfen Marschall Kotalo, den Häuptling zu schützen. Wir haben unsere Befehle. Wir werden die Kulrut durchführen. Der Schildflügel hält. Habt Erinnerungen an deine eigene Kulrut. Beginnt, sobald der Häuptling den Befehl gibt. Wir helfen Marschall Kotalo, den Häuptling zu schützen. Wir haben unsere Befehle. Wir werden die Kulrut durch. Mögen die Zehen dich fühlen. Es die Klingen der mehr. Herausforderer sollen gibt es solche Hikaru glaubt sicher, dass wir das Ehren. Die Rebellen bekommen den Heim nur über meine Leiche. Du erlebst, der Gedenkhain wird nicht an Regala fallen. Möge deine Kli... Da ist Tecute. Mit seinen Schlägern. Ja. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende.
Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. Aber wir müssen es schaffen. Doch schon. Wir sind bei diesem Kampf nicht alleine. Die Maschinen müssen weg, denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks, aber wir haben dafür dich. Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los. Kämpfer, tretet vor. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn, greift aus der Luft an, so wie sie, und holt euch den Ruhm. Verteidigt die Kulrut! Thank you.
Was ist das? Ich weiß nicht. Los, aus dem Weg! Haltet die Stellung! Los! Ja. Ja.
Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du! Hey! Genau, hier drüben, du Riesenwurm! Wir müssen das Ding vernichten und Regala einholen. Wir feuern die Knacken ein paar Schüsse aus der Balliste. Und Kotalo her. Ich muss zu ihm. Das kommt für später zum Vorrat.
Geh zum Häuptling! Zum Häuptling! Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hekaru hält, wird vernichtet. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Da, die Konsole. Na los, Etta. Zeit, nach Hause zu gehen. Heil.
Ja. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Beta-Unterfunktion wieder hin. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Hikaru vor Jahren sah. Alle Visionen sind verändert. Und diese hier kann gerade. Komm her. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Veränderte Visionen. Die hier hat Häuptling Hikaru inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nun die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hikaru braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Mach ich, Aloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant.
Gut. Ich muss Aether zurück zu Gaia bringen. Durch Aethers Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Neue Marschälle, neue Stärke. Möge da. Ich kann nicht jedes Wort hören. Hörst nur du dir diese Stimmen an? Oh, nein. Die anderen, die Osaram-Stöberin gekriegt haben, haben auch die Stimmen der alten Krieger gehört. Sie haben es rumerzählt. Und jetzt sprechen sehr viele über sie. Soldaten interessieren sich für alte Schlachten. Ich melde mich, wenn ich mehr Stimmen finde. Im Namen der Krieger. Gefühlt. Klingt, als hättest du es dir verdient. Regala wird bald zuschlagen. Und wir sind bereit. Die Tapferkeit der JTF-10 in den Gebirgsregionen der Heißzone. Training zum Überleben. Einsatzbereit in jedem Klima. Die JTF-10 waren Elite-Verteidiger. Sogar in den fernsten Gebirgsregionen. Sehen Sie, wie JTF-10 einen Herrenvorteil in der Wüste erlangte. Wir sehen uns später beim Training. Blut der Zehn, Aloy. Regala abgewehrt. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Deine Haut reicht nicht, um all deine Taten zu verewigen. Dann müssen wir sie uns einfach merken. Tja, dank dir lebt der Häuptling noch. Und es gibt Hoffnung. Doch deshalb wollte ich dich nicht sprechen. Ich habe eine Bitte. Eine persönliche. Mein Enkel, Kavo. Er war nicht unter den Toten. Das heißt, er muss noch immer bei Regalas restlichen Truppen sein. Er wurde gefangen genommen. Nein. Er trat freiwillig bei. Wie viele junge Soldaten, die sich durch große Taten hervortun wollen. Ich muss ihn suchen. Ihn überzeugen, heimzukehren. Häuptling Hikaru kann für so etwas keine Soldaten entbehren und so stehe ich alleine da. Es sei denn, du würdest mir helfen. Es ist viel verlangt nach all dem, was du für uns getan hast. Aber Kavo ist der letzte meines Blutes. Und Kavo ist dein letzter lebender Verwandter? Ja. Vor Häuptling Hikaru kämpften die Clans fortwährend miteinander. In jeder Schlacht fiel wieder ein Kamerad. Nach und nach begrub ich meine Kinder. Und dann deren Kinder. Mein Beileid. Ich wollte meine Trauer auf dem Schlachtfeld loswerden, fand jedoch nie Trost dort. Nur in der Weisheit der Visionen. Und dennoch konnte ich Kavo nicht davon abhalten, dem Weg des Blutes zu folgen. Ich helfe dir mit deinem Enkel. Laut unseren Spähen. Der Trupp kehrte nicht zurück. Doch die Späher entdeckten, die dort gefangen gehalten wurde. Dann beginnen wir im Aufreihen die Gefangene und vielleicht weiß sie, wo Kavos Trupp ist. Brechen wir auf? Gehen wir. Gut. Hier lang. Ist nicht weit bis dahin. Weiter zur Wache ersuchen. Aus welchem Grund denn? Nach allem, was passiert ist, will ich einfach mehr tun. Für den Clan, den Stamm. Weißt du, die Rebellen geben sicher nicht kampflos auf. Dann sollen sie einen Kampf haben. Das Blutvergießen endet erst, wenn Regala besiegt ist. Was zählt, ist die Gefangenen. Eine Soldatin Nakala. Sie ist schon ziemlich lange in Gefangenschaft. Sie ist meine einzige Spur, um Kavo zu finden. Wir holen sie da raus. Und danach Kavo.
Der Außenposten müsste vor uns sein. Geh du voran, ich folge. Noch ein Rebellen-Außenposten. Ich muss den Anführer erledigen. Feuer kann hier nichts ausrichten. Wir werden angegriffen! Du da! Hierher! In den Kampf! Ich sehe sie! Alles okay? Nein! Nicht, dass wir die Munition ausgeben! Sich deiner Taten erinnern. Habt ihr schon was? Geht ihr die? Runterschießen! Ruf alle schönen Waffen! Egal, er wird stolz auf diesen Schuss sein. Lade nach! Sucht so lange ihr wollt. Was ist immer?
Weg, meine Klinge! Wir müssen attackieren! Greife das Ziel an! Laut unseren Spähern war Nakala an einen Holzpfahl gefesselt. Sehen wir uns mal um. Da, das ist der Pfahl. Von Nakala nicht zu sehen. Vielleicht haben die Rebellen sie verlegt. Ich kann nach Spuren suchen. Da, Spuren, die vom Pfahl wegführen. Wo führen sie hin? Blut. Von den Rebellen oder Nakala? Sackgasse. Nein. Ich glaube, da ist etwas unter dem Holz. Nimm meine Hand, Nakala. Vorsichtig. Wo bin ich? Kaplanin, bist du das? Und mit einer Fremden? Wow. Wie bist du da unten gelandet? Die Rebellen hatten mich gefesselt. Sie dachten, wenn ich in der Sonne schmore, verrate ich ihnen die Marschrouten der Tieflandtruppen. Ich konnte die Fesseln lösen und weglaufen. Das ließen sie mich büßen. Ich erinnere mich nur an einen Schlag auf den Kopf und Dreck im Mund. Wie kommt ihr denn hierher? Wir suchen nach Kervo. Sein Trupp wurde zuletzt bei diesem Außenposten gesehen. Ja, er war hier. Es war sein Trupp, der uns auf der Straße angriff. Meine Kameraden konnten fliehen, ich nicht. Kevo selbst band mich an den Pfahl. Wenn du ihn suchst, Kaplanin, mach dich auf eine Enttäuschung gefasst. Er hat sich entschieden. Weißt du, wo sein Trupp hin ist? Ich hörte sie Schluchtrand erwähnen. Dann suchen wir dort weiter. Ich gehe voraus und treffe dich in Schluchtrand im Südwesten. Decker, wenn Kevo ihren Trupp angriff... Nein, er ist noch nicht verloren. Wir müssen ihn finden und ihm die Augen öffnen. Okay, wir sehen uns dort. Was ist mit dir? Die Wunde muss versorgt werden. Die verheilt. Ich muss mich nur etwas ausruhen und gehe dann zum Hain. Ich sag's dir, Bluthaar. Die Kaplanin will es nicht hören, aber ihr Enkel ist ein Verräter. Das werden wir wohl sehen. Sorg dich nicht um mich. Ich gehe zurück zum Hain.
Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. Säure wird das hier ewig dauern.
Da ist Schluchtrand. Becker sollte dort auf mich warten. Dein Feind. Ich sage die Wahrheit. Hör auf ihn, Aruki. Keine Chance. Decker, was ist hier los? Aloy, zum Glück bist du hier. Das ist Aruki, der Anführer von Schluchtrand. Du hast dir also die Streiterin des Häuptlings zur Rückendeckung geholt. Dann musst du Kevo sein. Mein Enkel. Und ein Soldat, der seine Fehler wieder gut machen will. Oder der uns in eine Falle locken will. Er wurde erwischt. Von den Spähern, als er ums Dorf herumschlich. Ich bin nicht herumgeschlichen. Ich kam, um euch zu warnen. Die Rebellen planen einen Angriff. Sie wollen eine Maschine durch dieses Dorf schicken. Ich verließ meinen Posten, als ich merkte, was sie planen. Ihr müsst mir glauben. Wo sind die Rebellen jetzt? Auf der Jagd nach der Maschine nördlich von hier. Ich kann euch den Weg zeigen. Du wirst dich nur in einem Urteilskampf zeigen. Du verrietst deinen Clan. Dein Häuptling. Blut und Klingen werden über dich entscheiden. Ich kämpfe gegen wen du willst, nachdem wir den Angriff vereiteln. Wozu dieses Dorf zerstören? Ich dachte, Regala kämpft gegen Hekaro. Hekaro war Tiefländer, bevor er Häuptling wurde. Anders als der Wüsten- und Himmelsklan stehen wir unerschütterlich hinter ihm. Schluchtrand ist die strategische Mitte zwischen dem Hain und der Hauptstadt an der Küste. Das stimmt. Wir hatten Befehl, Hekaros Nachschub durch den Tiefland-Klan zu stoppen. Ich dachte, wir kappen Versorgungslinien und schlachten kein ganzes Dorf ab. Wenn Kevo die Wahrheit sagt, ist das ganze Dorf in Gefahr. Wir müssen die Rebellen finden und aufhalten. Die Rebellen hatten ein Lagerfeuer nördlich des Flusses, an den Klippen. Ich kann euch den Weg von dort zeigen. Okay. Lass ihn frei, Aruki. Nein. Ich gebe ihm keine Chance zur Flucht. Der Verräter bleibt hier, bis zu seinem Urteilskampf. Ich berufe mich auf Blut für Blut. Ich nehme Kevos Platz ein, bis er zurückkehrt. Du machst einen Fehler, Kaplanin. Der Clan braucht deine Führung, nicht die Lügen dieses nacktarmigen Jungen. Der Ritus gilt. Kevo geht mit Aloy. Dann gehe ich auch. Wenn er die Wahrheit sagt, braucht ihr mein Schwert. Wenn er lügt, durchbohr ich ihn. Zuerst muss ich hier einiges regeln. Dann bringe ich den Jungen zum Treffpunkt. Gut. Wir sehen uns dort. Himmelsklanmauer ist also gefallen. Was kommt denn noch vor? Ich habe es erlebt, wie eine Flamme ihn runtermacht. Lasst uns das Ganze doch interessant machen. Ich habe die Kapitel 9 entscheidend. Der Panzer putzt die Labrin. Würden es niederbrechen. Bekomme ich deine... Du sollst eine neue Position haben. Was hast du getan?
Ein paar Wissen erlebt, dass ich das hier.